Hallo, wie das bei der Teure, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Etwas, was ich ewig nicht gemacht habe, ein Pipe Tobacco Review gedreht. Ich habe das schon etliche Wochen vorgedreht, aber ich habe es nicht veröffentlicht, weil ich von diesen Tobacco Reviews eigentlich weg will, weil es dafür kein Geld gibt. Kein Geld, kein Ansehen, warum soll ich es denn machen? Zeitvergeudung hoch 5. Aber dennoch finde ich diese verschiedenen Pfeifentabak einfach total interessant. Und neulich war ich in Jever und habe zwei Tabake gekauft. Holger Danske, Ruby Melange. Einen anderen Holger Danske habe ich ja schon mal gezeigt, zumindest habe ich ihn abgedreht, veröffentlicht habe ich ihn noch nicht. Und um diesen hier geht es heute. Nicht um Motorradgeknatter, sondern um diesen Seven Seas Royal Blend von McBoren. Rauchen ist tödlich. Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen. Wie von Arne und André in Bünde hergestellt. Diese Packung wiegt 40 Gramm, als sie gepackt wurde. Made in Denmark bei McBoren Tobacco Company. Dieser 40 Gramm Pouch kostet 6,70 Euro. Also preislich ganz in Ordnung. Seven Seas, ich finde den Namen sehr schön. Ich finde die Aufmachung von dunkelblau und weiß auch sehr schön. Wiegt edel. Ja, mal gucken. Ich kannte das Produkt nicht, habe ich vorher noch nie gesehen. Ich wollte das eigentlich schon länger abgedreht haben, bloß veröffentliche ich die Videos sowieso nicht. Und zweitens war meine wunderschöne Jean-Claude-Pfeife, die ich immer mal bei Wolfsdorf in Jever gekauft habe, verstopft. Ich habe die selbst mit Schweißdraht, mit dem Kompressor nicht sauber bekommen. Dann habe ich die gleich gerade mal in Danny Clean einweichen lassen. Danny Clean habe ich ja schon mal ein Review drüber gedreht. Das hier ist Danny Clean. Das ist also der bekannteste Pfeifenreiniger überhaupt. Einige nehmen Babypuder, andere nehmen Isopropanol oder reinen Alkohol. Ich nehme das hier. Und dieses Danny Clean hat halt die Pfeife ja, gelöst. Also die Verschmutzung in der Pfeife gelöst, so dadurch, dass ich sie nach 2-3 Wochen wieder benutzen kann. Ja, das wollte ich euch eben erzählen. Ich fand es scheiße, dass ich keine Pfeife rauchen konnte in den letzten Wochen. Ich finde das schön, im Sommer draußen zu sitzen und dabei Pfeife zu rauchen. Finde ich sehr entspannend, wirklich schön. Noch ein schönes Bild. Ja. Sealed for Freshness, Break Seal Gently. Also einfach versiegelt für die Frische. Dieses Siegel soll man vorsichtig durchbrechen. Ein ausgewogener Blend aus schwarzen und goldenen Tabaken. Lose geschnittener Tabak für den Genuss zu allen Tageszeiten. Ich weiß, ich habe mich darüber nicht informiert. Mal gucken, lass mich mal überraschen. Riecht aber wie immer mal nach Trockenfrüchten, aber dieses Mal ein bisschen dunkler, ein bisschen stärker. Also stärker nach Tabak, ein bisschen nach Tee. Sieht halt aus, wie McBoren Tabak ja immer aussieht. Wie vorgelesen, lose geschnitten. Ich fülle da jetzt einfach irgendwas in die Pfeife rein. Also hier, Fingerchen voll. Lässt sich gut ziehen, muss ich wirklich sagen. Eigentlich wollte ich jetzt Werbung für mein eigenes Feuerzeug machen, aber das habe ich schön drinnen liegen gelassen. Aber egal, werde ich mal was von einblenden. Also stellt euch jetzt vor, ich nehme jetzt dieses Feuerzeug, was ihr jetzt hier eingeblendet seht. Nicht dieses Winston-Feuerzeug. Kommt ein leichter Tabakgeschmack durch. Bleibt auch beim leichten Tabakgeschmack. Nicht auffällig, nicht spektakulär. Ich finde es auch nicht da draußen gut. Amazon ist auch da. Ja, der Tabak ist total schwach. Ein schwaches Tabakaroma. Dieses Früchtearoma kommt überhaupt nicht durch. Das Video habe ich jetzt gerade vor euch abgedreht. Dieses war Standard Brewers Gold Review. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die Pfeife gerade gereinigt habe, aber der Tabakgeschmack kommt gar nicht durch. Schmeckt mehr nach Danny Clean als wie nach Tabak.
Jetzt kommt so ein leichter Geschmack raus. Jetzt wird es auch leicht süßlich. Von McBaren hatte ich schon etliche Tabake. Ich glaube, den ersten Pfeifentabak, den ich hier reviewed habe, wie man es ja so schön nennt, das waren alles, die meisten waren von McBaren. Hier seht ihr mal alle Pfeifentabake, die ich schon abgedreht habe. Die habe ich auch schon längst abgedreht. Hier haben wir einmal McBaren Golden Blend, Whitey Wap, das war so ein, meine Mutter hat mir zu Weihnachten geschenkt, der hatte fast gar keinen Geschmack, soweit ich noch weiß. Dann haben wir hier von Alexander den Colts, fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Hier aber auch wieder ein McBaren A1M, den fand ich halt nicht ganz gut, ist aber auch ziemlich teuer. Ganz bekannter Pfeifentabak. Die Packung ist noch gar nicht ganz leer, exklusiv Number One. Der hat auch fast keinen Geschmack. Dann haben wir hier Danske Club, sitzt ja auch hier mit Waren hinter. Keine Ahnung. Brookfield Nummer 3. Den Amphora Full, das war glaube ich der erste Pfeifentabak, den ich damals von McBaren getestet habe. Die habe ich übrigens alle selber bezahlt. Da habe ich keinen Punkt gesponsert bekommen oder ähnliches. Und dann hatte ich nochmal diesen McBaren Mixture. Den habe ich bei den Württemberger Tankstelle gekauft. Auch ziemlich teuer. Damals 9,75 €. Wird jetzt mittlerweile über 10 € kosten. Tabakpreise sind natürlich ordentlich gestiegen in den letzten Wochen, genauso wie Spritpreise. Ekelhaft, aber gut, kann man nicht ändern. Ja, Culebras, das Video kann ich euch auch nur empfehlen. Hat mir die Firma Villiger gesponsert. Schönes Produkt, die gefällt mir wirklich gut. Wieso habe ich euch eigentlich nicht gezeigt, was ich schon alles hier probiert habe? Ja, irgendwie muss das Video in die Länge gezogen werden. Ne? Positiv an diesem Seven Seas Tabak ist zu erwähnen, der lässt sich leicht und schnell anzünden. Da muss ich wirklich sagen, also. Geht leicht an, ich weiß nicht, wie lange der schon im Regal stand. Ich meine, ich habe den vorher noch nie gesehen. Kennt ihr den? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist sehr mild. Also für Pfeifeneinsteiger ein ideales Produkt. Für Umsteiger von Zigarette auf Pfeife oder Zigarillo auf Pfeife ist das ein tolles Produkt. Muss ich sagen, also das Rauchen ist natürlich tödlich, also probiert es am besten gar nicht aus, aber es ist sehr mild. Ja, daher gut für Einsteiger und Zigarettenraucher geeignet. 6,70 € für die heutige Zeit auch nicht mal teuer. Weil selbst die billigsten Zigarettentabak sind auch nicht viel günstiger, wenn überhaupt. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen unerwartet geraucht, also Tabakgeschmack ist tatsächlich stärker geworden. Schmeckt mir so zum Ende hin besser. Vielleicht war noch vorher zu viel Denneklin in der Pfeife, das weiß ich nicht. Ich habe das extra mal pfeifenreinigend ausgewischt. Ja, war besser. War nicht optisch trocken, so wollte ich sagen. Geht auch schon aus, dann müssen wir noch mal nachzünden. Früher hatte ich aber meine Schrottplatz-Kaffeemaschine, die ist mir neulich runtergefallen und kaputt. Die kann ich nicht verwenden mehr, die habe ich schon wieder weggeschmissen. Also daher, wo sie hergekommen ist, da kann ich auch hier den Trick auch nicht mehr einblenden. Ist eben so. Ja, nochmal zusammenfassend zu sagen, ist ein wilder Tabak. Riecht angenehm nach Frucht, schmeckt wenig nach Frucht. Finde ich aber dennoch als Alltagstabak sehr tauglich, also recht günstig, auch für Einsteiger dadurch geeignet. Eigentlich kein schlechtes Produkt, mich persönlich tangiert es nicht allzu sehr, weil es zu wenig Geschmack hat und ja, ein bisschen dröge, ein bisschen langweilig für mich ist. Aber gut, ich finde die Packung sehr schön. Gut, das kann man sich auch nicht so kaufen, aber ja, es ist ein interessantes Produkt, vielleicht nicht unbedingt mein Lieblingsprodukt, aber dennoch sehr gut rauchbar. Ich bedanke mich jetzt fürs Einschalten. Gerne Like und Abo da lassen. Guckt auch mal gerne meine anderen Projekte. Würde mich wirklich freuen. Guckt auch in die Videobeschreibung. Alles, was irgendwie mit dem Thema Rauchen zu tun hat und mein Video-Equipment wie Schnittprogramm, Computer und Kamera, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Dann kriege ich noch eine kleine Verkaufsprovision. Dann lohnt sich das Video ein bisschen für mich. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich entlasse euch jetzt noch ein paar schöne Bilder von der Nordsee. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.